Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute gibt es mal wieder ein Unboxing. Und zwar habe ich mir die Glossy Box Young Beauty bestellt. Die kostet ja nur 9,95 € und erscheint alle 2 Monate. Und ich dachte mir, ich wollte die irgendwie auch mal wieder testen. Und deswegen habe ich sie mir bestellt und habe sie bekommen und wollte euch sehr gerne den Inhalt von der Box zeigen. Also die Box sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich kann das hier zwar nicht lesen, aber hier steht auf jeden Fall bei Leonie Haute Couture oder sowas. Ich habe keine Ahnung, aber die Box sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und dabei war natürlich noch ein Gutschein und zwar gratis probieren mein Müsli. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen die Box mal auf und sie sieht von drinnen so aus. Das Band finde ich übrigens auch sehr, sehr schön. Da kommt mir das hier entgegen und hier stehen hinten die ganzen Produkte drauf. Und dann war noch ein 30% Coupon für Purelei dabei. Von denen ist auf jeden Fall auch was mit drin, deswegen denke ich mal, deswegen ist auch dieser Rabattcoupon hier. Und dann war noch eine Leseprobe dabei und zwar von Rena Fischer Gosen, die bestimmte. Ja, sieht auf jeden Fall so aus und ich weiß jetzt auch nicht, um was es hier geht, weil ich habe den noch nicht reingelesen und hinten kann man nicht sehen, um was es geht. Aber ich denke mal, es ist irgendwas mit Fantasy. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit den Produkten an. Und da habe ich zuerst das hier und zwar ist das von Miss Sophie's Nagelsticker und die finde ich mega schön mit diesen Rosen hier drauf und ja, das sind 10 Stück. Die sind zwar relativ groß, das heißt, ich muss die ziemlich gut zuschneiden, aber sie sehen auf jeden Fall sehr schön aus. Das ist nicht das Originalprodukt. Das Originalprodukt hat 20 Nagelfolien. Hier sind jetzt 10 drin und kostet 15 Euro. Also wäre hier jetzt der Wert 7,50 Euro. Dann war noch das hier drin, worüber ich mich natürlich sehr freue. Und zwar ist das von Batiste, das Trockenshampoo mit der Großrichtung Sherry. Ja, ich bin mal gespannt, wie das so riecht, wenn ich das benutze. Und ja, das ist natürlich nicht das Originalprodukt. Das Originalprodukt kostet 3,99 € und das sind jetzt 50 Milliliter und dort steht drauf 1,79 € kostet dann diese Größe. Dann war noch das dabei und zwar ist das von Purelei so ein, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Einfach so eine 2 Herzchen, so solche Anhänger. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wie ich es nennen soll. Und hier steht drauf, dass ein Stück wohl 8 Euro kostet. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann immer so ein Stück hier ist. Auf jeden Fall kann man das dann halt an das Armband mit dran machen. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr niedlich aus. Ich guck mal, an welches Armband ich es dran machen werde. Dann habe ich noch das und zwar ist das von My Dry Fashion Tapes, was ich sehr cool finde. Und zwar sind das diese durchsichtigen Aufkleber, die man halt an die Klamotten kleben kann, damit nichts verrutscht oder irgendwo, ja, damit halt nichts verrutscht. Und hier sind 20 Stück drin. Finde ich sehr cool, werde ich mal testen, weil ich habe manche Oberteile, die hier oben nicht so sitzen, wie sie sollten. Und das ist das Originalprodukt und kostet 6,99 €. Dann kommen wir zu dieser kleinen Sache hier. Und zwar musste ich mich erstmal belesen, um zu checken, was das eigentlich ist. Aber das ist von Beauty Bee ein Abschminktuch. Ich weiß jetzt nicht, ob hier bloß eins drin ist. Auf jeden Fall ist das so eine kleine Verpackung und da drückt man hier in der Mitte drauf und dann kommt dieses Tuch raus und hier ist so eine Flüssigkeit drin und das saugt sich dann damit voll und dann kommt dieses Tuch wohl so komplett damit raus. So habe ich es verstanden und ist auf jeden Fall mal eine sehr coole Sache und kostet pro Stück 1 Euro. Dann kommen wir schon zu der letzten Sache und das ist eine Sache, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und zwar ist das von Sebamed ein Reinigungsschaum. Denn mein Reinigungsschaum ist jetzt alle gegangen und da passt das perfekt. Und zwar ist der für fettige und unreine Haut, was ja bei mir zutrifft. Also ich habe ja sehr fettige Haut und momentan leider auch sehr unreine Haut. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das ist. Das ist die Originalgröße und kostet 6,49 €. Ich bin mal gespannt, wie ich es vertrage. Aber Sebamed ist ja sehr, wie nennt man das? Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall
auch für sensible Haut. Ich komme gerade auch wieder nicht auf das Wort. Auf jeden Fall sieht die Flasche so aus. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das sein wird. Ja, ich muss sagen, ich fand sie eigentlich ganz cool. Dafür, dass sie halt für Jüngere ist, war sie ganz in Ordnung. Ich hätte mir vielleicht so mehr Produkte gewünscht, als jetzt zum Beispiel diese Klebestreifen oder sowas. Aber sonst finde ich sie eigentlich ganz cool. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr natürlich in der Infobox. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dort folgen würdet oder mal vorbeischauen würdet. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zu einem neuen Video von mir. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende oder was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und dann würde ich schon wieder sagen, okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!